Herzlich willkommen beim Lügenbrecher zu einem Pakistan-Update. Zuallererst mal, wir waren vom Sockel gehauen, wie viele Spenden zusammenkamen. Wir werden da auch nächster Zeit mal ein Update geben, aber noch merken wir, da kommen auch mehr Spenden noch zusammen. Und ja, jetzt sind wir gerade, also Pakistan ist wirklich unsere Freunde dort von den Socken, die sind total begeistert und berührt. Ihr werdet das gleich in einem Video sehen. Die hat, ich werde mal bewusst nicht den Namen nennen, also es ist eine Familie, aber sie hat uns ein Video geschickt, wie sie direkt mit dem ersten Geld, was wir ihnen geschickt haben, helfen konnten. Dazu später noch. Aber jetzt will ich ein kleines Update geben. In Pakistan geht es schon weiter, also es ist leider noch keine wirkliche Ruhe eingetreten. Ich will euch noch einmal so zeigen, weil wir werden wahrscheinlich ein längeres Projekt daraus machen. Und damit ihr da so ein bisschen Verbindung zu bekommt, will ich euch kurz mal hier die Karte zeigen, was da oder wo das die ganze stattfindet. Also das ist das hauptgroße Ding, wo wirklich 40 Kirchen und 200 Häuser niedergebrannt worden ist, ist in Jaranwala. Das ist ein Gebiet bei Faisalabad. Das ist eine große Stadt in Pakistan und ziemlich im Zentrum. Und jetzt sind drumherum auch schon Städte angegriffen worden. Unsere Freunde wohnen in Farrukhabad. Das ist nochmal ein anderer Distrikt. Das ist in Sheikhupura. Die Namen sind wirklich schwierig auszusprechen. Und unsere Freundin hat berichtet, dass sie sogar vor ihrer eigenen Kirche schon eine Schießerei hatten. Aber interessanterweise, und da danke ich allen, die dafür beten, wir beten da wirklich regelmäßig für, ist das wie so ein Schutzwall gewesen, die sind wieder abgehauen. Und dann war wieder ein erneuter Angriff in ihrer Stadt, aber da kam die Polizei dann rechtzeitig und konnte das Ganze eindämmen. In anderen Städten ist das dann anders. Es ist nicht mehr ganz so groß wie bei dem ersten Mal, aber es reicht. Also mittlerweile sind über 300 Christen heimatlos geworden und weit über 50 Kirchen niedergebrannt. Dadurch auch Bibeln, also es ist wirklich, wirklich schwierig. Und die Situation ist wie folgt. Die kippen Chemikalien in die Häuser rein. Und deswegen brennen die halt wirklich wie Fackeln. Das ganze Dach ist weg. Ihr habt das in den Videos gesehen. Ihr seht das jetzt auch gleich nochmal in dem Video. Und es ist wirklich eigentlich nichts mehr übrig. Die Leute müssen relativ schnell rausfliehen können, also wenig Hab und Gut mitnehmen. Was auch sehr spannend ist, also es gibt eine Terrorgruppe, die das Ganze initiiert und die sammeln Moslems vor Ort. Das war uns auch neu. Also es sind meistens die Nachbarn, die ihren Nachbarn die Häuser abbrennen. Also es ist wirklich schlimm und das ganze Narrativ dahinter dreht sich immer darum, dass die Christen, der Westen steht für das Christentum, dass sie halt den Koran verbrennen, dass sie überhaupt totale Gotteslästerer sind, dass sie ein Greuel vor Gott sind und so weiter und deswegen werden die Christen hier bestraft, damit der Westen sieht, dass das so nicht weitergeht. Also sie wollen den Westen quasi damit stoppen. Die Politik ist jetzt mit einbezogen. Auch unsere Freunde haben da wirklich sich jetzt an die Politik gewandt. Sie sind einsegen auch recht einflussreich in der ganzen Region. Also es ist wirklich eine sehr gesegnete, auch eine sehr gebildete Familie. Und die sagen halt, also Pakistan hat halt die Staatsreligion ist muslimisch. Das war auch schon immer das, warum wir sie auch unterstützt haben, weil sie wirklich Hilfe brauchten und wirklich viele sich bekehren. Das ist auch das Bedrohliche auf der anderen Seite, weil wirklich mehr und mehr Moslems sich bekehren. Ja? Und es gibt aber mittlerweile auch Christen in der Politik und das möchte ich hier wirklich um weiter Gebet bitten, weil sie brauchen Schutz und diese Christen in der Regierung, die stellen sich wirklich an die Seite der Christen. Und es ist jetzt so, dass wenn man Gottesdienst feiert in dieser Region, wo das jetzt gerade sich ausgebreitet hat, dass dann die Polizei kommt und diese Gottesdienste wirklich schützt, weil es ist so passiert, gerade bei dem ersten Mal, dass während dem Gottesdienst das Ganze passiert ist. Also es ist wirklich ganz, ganz tragisch. Und hier werden dann die Gottesdienste beschützt, aber danach dann auch nicht mehr, weil das
kann die Regierung nicht leisten. Und es ist ein zweischneidiges Schwert, wie ihr das natürlich euch vorstellen könnt, wenn Moslem oder der Islam die Staatsreligion ist. Und der Islam ist nicht friedlich. Also wir sehen das am Islamgründer. Mohammed war ein Kriegsmann. Er hatte mehrere Frauen. Ja, also das ist ja auch ein Vorbild. Klar, so wie Jesus für uns ein Vorbild ist, ist Mohammed für die Moslems ein Vorbild. Also unsere Familie, die muss schon jedes Mal um eine Attacke bangen. Sie beten jeden Tag und bitten sehr um Gebet und Schutz. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Familien. Also es sind jetzt weit über 300 Familien. Also unsere Familie hat sich 30 Familien jetzt rausgesucht, die sie auch kennen, also so, denen sie jetzt helfen. Und die Situation ist so, dass die meisten in ihren Häusern nicht mehr wohnen können. Teilweise haben sie sogar auf der Straße oder im Wald gewohnt, sind jetzt aber auch bei Freunden untergekommen. Und hier kommst du jetzt rein, vor allem die, die jetzt gespendet haben. Die erste Spende haben sie direkt einsetzen können. Und das Video hat wirklich mein Herz bewegt. Ja, schaut es euch an, was sie dort mit diesen Christen tun. Und das schauen wir uns jetzt mal direkt an im Film. When I walk through deep waters. Kurz, was sie hier rausgetragen haben, das sind Ventilatoren, weil es ist sehr heiß und ihr habt gesehen, auch die ganzen Ventilatoren sind kaputt, also richtig cool, dass sie das gemacht haben. Was sie hier auch nochmal, ich zähle das mal alles auf, die haben Betten, vor allem Matratzen, damit die mal schlafen können. Also die ersten Matratzen und sie können wieder auf einer Matratze schlafen. Die haben Babysachen dabei gehabt, Babyflaschen, also richtig lebensnotwendige Dinge, die sie diesen Menschen gegeben haben, Essenspakete. Und was auch richtig cool ist, die haben das sehr, sehr gut durchdacht, ist, sie haben jeder Familie ungefähr 3.000 pakistanische Rubel gegeben, entsprechend ungefähr 9 bis 10 Euro. Und damit ihr mal so eine Vorstellung habt, eine Familie braucht im Monat, um über die Runden zu kommen, ungefähr 60.000 pakistanische Rubel. Das sind ungefähr 200 Euro. Also das heißt, mit deinem Geld kannst du richtig viel dort gerade helfen. Die Familien sind super dankbar und vor allem, es ist nicht nur jetzt eine einmalige Hilfe, sondern wir greifen denen wirklich unter die Arme, bis sie wieder richtig auf dem Damm sind und es ihnen besser geht wie vorher. Hier haben sie auch Bibeln mitgebracht, weil die ganzen Bibeln ja verbrannt haben. Auch das ist so toll, dass das Leute vor Ort machen und nicht irgendwie von anderen Ländern eingeflogen und die haben irgendwie gar keine Ahnung, was die wirklich brauchen. Auch Hygienesachen haben sie denen mitgebracht und hier seht ihr dann, wie sie Essen verteilen. Also hier haben sie Reis verteilt an die Familien. Also 30 Familien haben jetzt für einen ganzen Monat Reis bekommen, was sie wirklich am Leben erhält. Hier übergeben sie Bibeln und Geld, Umschläge mit Geld und beten auch für die Leute und meinte wirklich, also die brechen teilweise in Tränen aus, weil sie so dankbar sind. Und das hat deine Spende möglich gemacht.
Sowas finde ich zum Beispiel auch enorm. Da schreiben die in die Asche Jesus, wir lieben Jesus rein. Also es sind für mich wirkliche, echte Helden. Und es ist eine Ehre, damit wir da ein bisschen von, fast mit von diesem Segen bekommen, was die hier zeigen und beweisen, wie die ihren Glauben, indem wir ihnen da Unterstützung geben. Ja, also habt ihr gesehen, auch die Rührung der Menschen. Wie wird es weitergehen? Also wir haben jetzt tatsächlich so viel Spenden hineinbekommen, kommen auch immer mehr Spenden rein, also noch momentan, dass wir jetzt ein Team zusammengestellt haben und überlegen, ob vielleicht sogar einer rüberkommt, weil das auch mit dem Überweisen nicht ganz ungefährlich ist. Also wir finden da Wege auf jeden Fall und dieses Projektteam, sag ich mal, zerbricht sich den Kopf und betet und den Heiligen Geist, damit das Ziel ist, dass mit dem Geld alle Familien, die, wo es möglich ist, immer so viel Geld, wie wir haben, dass sie ihre Häuser wieder aufgebaut bekommen, dass sie ihr Hab und Gut wieder da haben und dass sie besser dastehen als zuvor. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird und die möchte ich gern zum Schluss nochmal beantworten. Einige sagen zu Recht, ja, wie ist das denn, wenn man das wieder aufbaut, dann ist das ja auch sehr, also die Feinde werden ja gereizt dadurch, ist das nicht so, dass die Gefahr sehr groß ist, dass die nochmal niedergebrannt werden. Auch das haben wir im Kopf. Da gibt es drei Strategien, die wir mit der Familie, die in der Politik gut vernetzt ist, entwickeln. Das erste ist erstmal politisch wirklich das Ganze einzudämmen und den Frieden wiederherzustellen, der eigentlich vorher einigermaßen da war. Erstens. Also das heißt, mit den Moslems, auch mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen und dort aufzuklären, was da überhaupt geschieht und dass der Westen eigentlich hiermit gar nichts zu tun hat und so weiter und so fort. Also da wirklich Frieden zu stiften. Zweitens, wir werden gucken, wo ist es gefährlich und dann werden wir Häuser woanders bauen. Ja, also dass wir wirklich auch Familien dann umziehen lassen aus Orten, wo wir merken, da schaffen wir keinen guten Frieden hinzubekommen. Und das Dritte, was wir machen, ist, dass wir gerade, oder beziehungsweise die Familie sogar zu Landstücken guckt, also sie halten Ausschau, dass wir Länder reinkaufen können, um dort auch ja so eine Art christliche Siedlung zu bauen. Da fragen viele, ist das nicht noch viel gefährlicher? Nein, weil in dem Moment, wo man weiß, das hier sind Christen, das ist nicht ungewöhnlich, dann kann auch erstens die Regierung dort schützend eingreifen. Also man kann diese Siedlung so gestalten, dass sie geschützt ist. Und das ist wesentlich mehr Schutz, wesentlich sicherer, als wenn sie dort verteilt in den Städten drin sind. Also da werden wir jetzt dran arbeiten, arbeiten dort auch mit der Politik zusammen. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Wir werden definitiv Videos sehen, wo eine Familie in ein neu gebautes oder ein wiederhergestelltes Haus einzieht. Und dann werden wir alle zusammen Gott loben. Mir fällt dazu eine Bibelstelle noch zum Schluss ein aus Matthäus 24. Die möchte ich euch gerne vorlesen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten. Und hier spricht Jesus übrigens von der Endzeit. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele irreführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ihr Lieben, wir bleiben feurig. Unsere Liebe erkaltet nicht. Und das zeigt sich darin, auch darin, dass wir unsere Geschwister in Pakistan unterstützen. Ich danke euch nochmal für eure Unterstützung, ihr Lieben. Gottes reichen Segen und seid alle dankbar, dass es uns so gut geht, dass wir hier noch wirklich heil als Christen leben können. Gemeinsam für Jesus, eure Inga. Tschüss.